Hallo ihr Lieben, endlich gibt's mal wieder ein Plan mit mir Video. Und ja, wir haben schon die dritte Januarwoche. Ich weiß, das ist eigentlich gar nicht wieder gut zu machen, aber okay. Ich habe noch gar nichts in meinem Planer stehen. Ich habe den Passion Planer genommen und da habe ich auch schon fleißig alles aufgeschrieben und möchte es eigentlich jetzt hier rein übertragen und vor allen Dingen wieder mit meinen Fotos anfangen, so dass das dieses Jahr wirklich ein Scrapbook wird, wo ich jeden Tag was reinklebe, reinschreibe. Aber ihr seht, im Moment ist es noch sehr leer, ganz jungfräulich quasi, mein Kalender. Und ich möchte den richtig schön dekorieren. Dafür habe ich mir zwei Sachen geschnappt. Einmal hier die A Fresh Start Kollektion, die wir haben. Und einmal die neue für den Februar. Das ist die Get Fresh Start und die andere war Get It Done Kollektion. Okay, ich zeige euch die Sticker gleich quasi beim Machen, beim Kleben. Und fange jetzt mal hier einfach an. Das hier sind die Weekend Sticker. Die werde ich wahrscheinlich gleich erst nehmen. Mal gucken. Was ich mir überlegt habe, ich werde nicht mehr, so wie ich das sonst gemacht habe, jeden einzelnen Tag hier zukleben, weil brauche ich nicht mehr, weil hier nicht mehr steht morgens, mittags, abends. Und ich kann dann sehr viel besser das hier ausfüllen. Also muss das nicht mehr unbedingt vollkleben. Ich werde jetzt erst einmal hier mit dem Washi-Tape anfangen. Ich fand das so schön. Das ist so ein richtig tolles Wasserfarben oder Watercolor Washi-Tape. Und damit werde ich jetzt mal einfach hier unten so kleine Ränder machen. Orientiere mich dabei hier an diesen Linien, damit das auch schön gerad wird und schneide mir das gleich einfach ab. So, also jetzt geht es entweder abschneiden oder umkleben. Jetzt gucke ich mal, wie weit das hier reicht. Ja, perfekt. Dann habe ich das gleich für die nächste Woche auch. Aber ich finde auch, das passt sehr schön zum Januar. Also werde ich das einfach mal hier machen. Da. Und hier auch. Ihr seht schon, ich muss meinen Planer noch wieder auseinandernehmen. Ich werde mal versuchen, den in den A5 Fileflex zu packen. Da gibt es ja so richtig schöne und mit Reißverschluss, damit da nichts dran kommt. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich den durch die Gegend schleppe, hier den Erin Condren Planer, dass der in 0, nichts kaputt ist. Ja? Weil einfach, weil das nicht stark genug gemacht ist. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hier, das ist halt laminiert. Das ist soweit auch super. Ist auch richtig schön und stabil. Aber wenn man den durch die Gegend schleppt, dann wird der halt schnell verkratzt. Und das finde ich immer so schade. Deswegen schleppe ich den nicht so gerne mit mir. Und dafür soll er ja eigentlich gedacht sein. Ne? Deswegen nicht so eine ganz tolle Lösung. Ja, jetzt ist die Frage, wie hier oben nochmal das Gleiche machen. Ich glaube schon. Aber ich will das jetzt hier auch nicht unbedingt zukleben. Deswegen mache ich das nur so hier. Ich mache wieder die Hälfte von dem Washi-Tape. Dann gibt es mal nur so einen kleinen Rand. Deko ja, aber nicht zu viel. Das Hauptproblem ist jetzt, wenn ich das hier so mache, dass auf der anderen Seite natürlich keine Thankful-Box ist. Und dann sieht das so ein bisschen abgeschnitten aus. Deswegen werde ich das nicht umklappen, sondern später einfach abschneiden hier. Das mache ich aber erst gleich, wenn das Video aus ist. Einfach, weil ich das sonst hier alles aus dem Video rausnehme und verrutsche. Und das möchte ich jetzt nicht. Jetzt auch für euch langweilig. Als nächstes habe ich dann hier meine Checklist. Die haben sich wirklich bewährt.
weil die klebe ich einfach hier rein. Meistens so in den ersten Teil des Tages, da kann ich dann erst aufschreiben, was ich wirklich unbedingt machen muss. Mache ich mal hier mit den erstmal pink und vielleicht lila oder so. Ihr seht schon, ich habe die ganz bewusst diesmal ein bisschen kürzer gemacht, einfach damit das hier nicht so, ja, so angestoßen wirkt und auch damit man so ein bisschen offener ist und da vielleicht noch was reinschreiben kann oder so. Außerdem hat das so den Vorteil, dass das auch noch für viele andere Planer passt. Deswegen ganz prima. So, also freitags wird immer eingekauft, deswegen hier ein kleiner Korb. Montags muss ich meine ganzen Arzttermine machen, einfach mal so ein Check, ne, wie man das immer so macht. Deswegen klebe ich mir mal hier das Telefon hin und schreibe mir die Termine, die ich machen muss, daneben. Ja, dann natürlich ein Päckchen zur Post bringen. Dann habe ich hier noch diese schönen Sticker, wie ihr sehen könnt. Die wollte ich eigentlich nur dafür nehmen, um das hier mal so ein bisschen aufzupeppen, ne? Also, wo jetzt nicht so viel anliegt vielleicht. Ja. Machen wir das mal. So. Und Samstag ist ja meistens ein fauler Tag. Deswegen kommt da dieser Sticker hier rein. Und dann habe ich noch hier welche. Ihr seht schon, hier steht Februar drauf, also das ist für den nächsten Monat. Aber hier sind so kleine Washi-Tape-Streifen, die könnte man auch noch schön nehmen. Und die haben ja fast die Länge der Seite. Also man könnte die hier so zwischenkleben oder so. Mal gucken. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wofür ich die nehme. Diese hier, das sind extra so für die Hälfte der Box, also wenn man da noch was reinschreiben will oder nur so ein bisschen dekorieren, dafür sind die gedacht. Ich mache mal einen davon rein.
Und hier habe ich noch die Weekend Banner. Ich glaube, die werde ich auch jetzt hierfür nehmen, weil das andere sind halt mit Orange und so. Also werde ich die mal hier nehmen. Habe ich hier noch so schöne Sticker zum Dekorieren. Nehme ich jetzt auch noch mal ein paar von und packe die einfach hier irgendwo in meinen Planer. Ich werde, oder ich habe mich dieses Jahr dazu entschieden, einfach ganz bewusst weniger Sticker zu verwenden. Schlicht und einfach, weil das den Planer unheimlich dick macht. Und ich so noch ein bisschen andere Sachen reinkleben kann, so ein paar Listen oder sowas, dachte ich, wäre noch schön. Ja. So, hier mache ich meistens so das Meal Planning, also welche, was es in der Woche zu essen gibt, kommt meistens hier unten hin. Das ist immer ganz vorteilhaft. Und was natürlich auch noch rein kann, wären diese Hydrate-Sticker, also wie viel Wasser man getrunken hat, kann man hier immer schön abhaken. Ich klemme das jetzt mal, weil ich sowieso schon wieder weiß, dass ich mich daran nicht halten werde. Aber so ein bisschen verzieren können wir ja noch, ne? Also ein paar kleine Sticker da reinmachen. So, bei Bedarf kann ich jetzt hier oben immer noch was hinschreiben. Es ist dekoriert, aber nicht zu viel. Hier kann ich noch ein paar Listen anlegen. Ich würde sagen, ich bin für die Woche gerüstet. Und das werde ich noch abschneiden. Und das war's dann. Ja, ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß, euren Planer zu dekorieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir was zeigt. Hier unterm Video könnt ihr Links posten oder Kommentare hinterlassen zu euren Videos. Ich schaue mir das gerne an. Ich freue mich auf euch. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video.